Verzieh dich! Ah, Deko! Obwohl, Deko, ich kann dich auch mitnehmen, wenn du willst. Aber dann wäre es ja keine Challenge mehr. Nee, nee, ich suche mir schon was eigenes hier. Alter, willst du mich verarschen? So, ab geht's, Mann! Bonsoir, muchachos, und seid herzlich willkommen bei einer weiteren GTA 5 Folge. Diesmal kein Custom Map Rennen, sogar, ey, eine Challenge. Ihr habt es euch gewünscht. Es kommt ja kein Arc und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir mal jetzt was anderes. Und die erste Challenge wird sein, Deko, willst du es sagen oder soll ich es sagen? Wir werden von unserem schönen Zuhause hier im Eclipse Tower zur Militärbase fahren, ein Rennen quasi machen zur Militärbase. Ja. Dann werden wir dort einen Jet klauen und mit diesem Jet müssen wir dann über dem Mount Chilidad abspringen und fucking einen Wanderer töten. Wer zuerst auf dem Mount Chilidad einen Wanderer tötet, hat gewonnen. Also, kommen Sie rein. Ich markiere kurz die Stelle und schreibt bitte fleißig weitere Vorschläge in die Kommentare. Wenn euch das nämlich gefällt, machen wir das natürlich öfter. Mal Boss hat hier seine aufgetunte Karre. Deko, das runterzählen? Ich habe noch keine aufgetunte Karre. Warte, eigentlich hier. Eigentlich bräuchte ich irgendwie 5 Sekunden Vorsprung. Lama, lass mich in Ruhe. Also, es geht los. In 3, in 2, in 1, go! Und wir schießen uns... Es gibt noch eine Zusatzregel. Wir dürfen uns erst abknallen, wenn wir im Flugzeug sitzen. Sieh, Deko! Warum bist du ein Bastard? Warum müssen wir denn hier so eine komische Bergregion langfahren? Habe ich auch gerade gefragt. Ich dachte, wir müssen in die andere Richtung. Egal. Genau, wir haben abgemacht, wir schießen uns nicht ab, bis wir nicht im Flugzeug sind, denn wir müssen ja auch irgendwie dahin kommen und wenn die Karre direkt irgendwie im Arsch ist, dann wird das Ganze schwer und man muss sich erst irgendwie was suchen zum Reparieren. Du folgst mir aber auch blind, oder? Oder hast du denselben Weg eingestellt? Bitte? Du folgst mir einfach blind oder hast du das auch so eingestellt? Ich habe auch den Punkt markiert und ja. Ich denke mal, dass sie uns denselben Weg ausgeben. Oh yeah! Und vielleicht bekommen wir es da sogar hin, dass wir im Morgengrauen auf dem Mount Chiliad landen und dann perfekt in der Morgensonne einen schönen Wanderer umbringen können. Ich bin gerade am überlegen, auf der nächsten Challenge werde ich auf jeden Fall auch dann eine getunte Karre haben. Das Ding ist, wir müssen an der Spitze vom Mount Chiliad starten. Das heißt, wir müssen... Oh, fuck. Oh, Deko ist gleich wieder da. Wir müssen abspringen, oder was? Hä? Wir müssen oben auf dem Gipfel, oder was? Ja, genau. Wie Schwanz ist das denn? Wie Schwanz? Ja, da muss du kannst ja auch ganz unten einfach am Fuß des Mount Chiliad jemanden umbringen. Irgendwo, wo man landet. Irgendwo, wo man landet, aber es muss in krasser Höhe sein. Es darf jetzt nicht am Fuß sein. Okay. Weil okay. Auf dem Gipfel zu landen wird dann ja auch wahrscheinlich gar nicht so leicht. So! Dann bin ich ja mal gespannt. Ich habe auch schon ein paar Challenges gesehen, wie... Zum Beispiel, wer macht die meisten Nutten klar? Dachte ich aber, damit es ein bisschen actionreicher wird. Das und ihr wisst ja, Marbossa ist da drin. Aussehen, unfair bevorteilt. Ich wollte gerade sagen, dann bin ich ja Pro. Deko hätte zwar Heimvorteil, weil er dort aufgezogen worden ist, aber Marbossa ist einfach der King, was das angeht. Hauptsache, du setzt einfach meinen Witz irgendwie komplett auf den Kopf. Ich habe dir nicht mal wieder zugehört. Hast du es gesagt, oder was? Ich sagte, du hast wahrscheinlich gedacht, dass ich da wegen meinem guten Aussehen unfair bevorteilt wäre. Achso, okay. Ja, so ein typischer Mabossa. So. Jetzt alle genau zuhören. Ich muss ganz kurz stehen bleiben. Oh shit, Alter! Die Monstersuppe mies über meine Tastatur. Egal, wir können doch fahren. Alles easy, Mann. Es ist nämlich noch... relativ früh, wir sind extra früh aufgestanden für euch, wollten das Ding gestern schon produzieren, weil es war ja ziemlich spontan, dass der Arc-Server nicht geht und jetzt war gestern das Problem, dass GTA nicht funktioniert hat auf Steam. Miese Ficker! Bei mir lief's, weil ich hab's ja über den Rockstar Shop gekauft. So, aber was ist auf dem Gelände, Truppe? Mal Gruppe! Was, das funktioniert, weil wegen Steam hat irgendwelche Probleme. So,
ganz ehrlich, Flugzeug fahren oder fliegen geht gar nicht. Ich weiß nicht mal ansatzweise, wie das funktioniert. So, suchen wir uns doch mal einen kleinen Jet, wa? So, hier haben wir einen. Komm! Warum haben wir denn eigentlich noch keine Bullerei? Hast du nicht? Ich hab 4 Sterne. Ja. Ach so, jetzt! Das ist der Jeep! Nein! Oh, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Dico! Du willst dich doch abballern! Nein! Das Ding ist, ich hab die Fehler. Ich bin Matsch! Ich bin Matsch! Du bist Matsch? Nein, ich will keinen Fallschirm nicht öffnen, sonst hab ich keinen mehr! Och Mann! Hast du mich abgeballert oder waren das die Tower hier? Wie, du bist Matsch? Ja, ich bin tot! Warum? Ja, weil mich der Tower abgeknallt hat! Der Tower schießt gar nicht! Deswegen hatte ich auch 3 Raketen auf meinem Flugzeug drauf. Das könnte ein Panzer gewesen sein. Echt? Och Mann, Alter, ich dachte, so easy first try. Verschwinden Sie, Madame! Lenkboden hatte ich 3 Panzer am Arsch gerade. Du bist auch gestorben? Ja, jawohl! Das wird gar nicht so einfach sein, glaube ich. Ich hatte das irgendwie leichter in Erinnerung, da auf die fucking Jets zu klauen. Das Ding ist, jetzt sind sie aber richtig in der Alarmbereitschaft. Das wird schwierig, da jetzt noch was zu machen. Eigentlich müssten wir beide gleichzeitig. Ey! Ey! Ich war nicht im Flugzeug, Regelverstoß, ich darf dich jetzt umbringen. Wir haben eher so von den eigenen Waffen willst du dich verarschen? Von den eigenen Karren geredet. Please! Bist du ein Picker, Alter! Okay, du willst es so? Du willst es so, ja? Wo sind sie, Monsieur? No! Ja. Wo angefahren? Willst du mich verarschen? Was denn? Ich übertreib direkt. No. Ins Gesicht, Alter! Ins Gesicht! Oh, da sind schon die Bullereien! Verzieh dich! Ah, Deko! Obwohl, Deko, ich kann dich auch mitnehmen, wenn du willst. Aber dann wäre es ja keine Challenge mehr. Nee, ich suche mir schon was eigenes hier. Alter, willst du mich verarschen? So, ab geht's, Mann! Und? Hoch mit dir! Oh, es reicht gerade so! Okay, wir sind drauf! Alter, ich bin auch noch am Zaun abgeprallt. Willst du mich verarschen? So! Baby! Ich weiß nicht, welchen Jet ich nehmen soll. Hier auf der. Ich glaube, ich sollte lieber einen Jet im Hangar nehmen. Ist eine. Digga! Nein, der Panzer! Och Mann! Hast du mich gerammt? Ich bin auch tot! Ey, ist das schwer! Shit! Ich dachte, es wäre einfach! Muss ich sagen. Ey, ganz ehrlich, die Panzer sind aber auch krasse Ficker! Die sind richtig krass und. Ey, dass du mich da gerammt hast, ne? Okay, dann lass uns mal nicht die Reifen zerballern. Du hast mal wieder hier angefangen. Ich habe angefangen? Ja, du hast mich abgeknallt! Einmal und danach war wieder alles okay. Ich brauche doch ein sportliches Auto, geben Sie mir eins! So! La! Da wurde ein Soldat gerade umgeballert. Wo? Willst du mich verarschen schon wieder? Ich war das nicht! Aber sag, du willst mich schon wieder umfahren hier. Hallo, das war ich nicht, wirklich. Ich wurde gerammt von hinten. Und? Komm on! Nein, zu langsam! Dieser scheiß Lowrider-Kack. Also, ich hatte so einen Kack-Van. Echt? Ich dachte schon, hey, mit der Karre willst du da rüberkommen? So ein halber Van. Oh! Okay. Wir sind drüben. Verziehen Sie sich! Nur noch
Nein, 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 bitte nicht! Huh, jetzt wird's eng hier auf jeden Fall, vor allem da keine Ablenkung durch mein Boxer da ist. Bam! Verziehen Sie sich bitte! Wir werden wahrscheinlich ziemlich schnell zerschnäckselt werden hier. Der Zerschnäckselungsantrag ist schon eingegangen beim Colonel, würde ich sagen. Und hoch! Nein! Ich glaube, hier komme ich auch drauf klar. Ja. Jetzt habe ich einen Helikopter bei mir am Arsch, oder was? Bist du schon drin? Steig rein, ich sehe schon erst. Oh, fuck! Alter, da kommt eine Kolonne von 5 Panzern! Ist dein Ernst? Wie soll ich denn hier rauskommen? Und links von mir ist auch einer. Ich bin tot. Ich wurde raus. 5 Panzer? Ich weiß nicht, von was ich rausgeschossen wurde. So. Alter, Hauptsache, ich bin gerade drauf, steig ein und da kommt schon eine Kolonne von 5 Panzern auf mich zu, ne? Ey, hier... Alter, hier ist ja alles voll! Wie willst du das schaffen? Wir müssen irgendwie so ein... Yo, ist klar! Zu langsam... Nee... Komm schon, gib mir was Cooles. Oh... Bitte unterlassen Sie das! Nö... Warte mal, wo gibt's hier noch... Ich glaube, hier gibt's wirklich nur diesen einen Jet und die drei da in der Halle. Fahren wir nochmal in die Halle! Hören Sie doch auf zu schießen! Komm, bitte! Schieß. Ja, wie die Panzer direkt durchdrehen! Schnell! Komm! Gib mir schon ein Auto. Ich kann nur hoffen, dass Mabosa gerade wieder gekillt wird. Also ich bin jetzt hier. Ich habe ein Flugzeug. Sieht gut aus. Oh, ich will nur nicht... Du hast es echt geschafft. Ich will nur nicht abgeknallt werden. So, wo ist der Mount Chiliad? Ich habe keine Ahnung. Ist der das hier? Ist der das hier schon? Ist es der Berg direkt neben dem Dingsgelände? Ja, ne? Ja. Nein, der kann doch nicht direkt hier sein. Ich glaube, das ist der. Also, wir sind jetzt keine. Wir sind keine Geografie-Profi, das rechte links. Ich habe keine Ahnung, wo der Mount Chiliad ist. Ich glaube, das ist der. Da war ja so eine Seilbahn oben drauf. Das ist natürlich jetzt Fail. Ja, wir schauen uns das mal an. Wie gesagt, ich habe keine Erfahrung hier mit dem Flugzeug. Lama! Reg mich nicht auf! No, ich wurde abgeschossen. So, ist das da im oben? Jet, ich war schon im Jet in der Luft. Ja, das ist. Alter. Das ist die Seilbahn. Okay, das ist der Mount Chiliad. Okay, kurz wenden. Ja! Das sieht gut aus, Muchachos! Wo sind die Touris? Ey, ich war echt schon mit dem Jet in der Luft, ne? Wohl dann von Rakete. Öffnen Sie Ihr. Ja, Mann! So! Wir sind sogar auf der fucking höchsten Stelle gleich. So! Nein, ich bin gestorben! Was? Ist das dein Ernst? Was hast du gemacht? Aber ich bin auf Mount Chiliad. Zählt das? Ja, ne? Was? Ich bin ja mit dem Flugzeug hergeflogen. Nein, der ist beim Fallschirm. Beim Runterkommen ist er gestorben. Und dann, das zählt. So, und jetzt ersteche ich jemanden. Wo ist der Turi, Mann? Ich glaube, diese ganzen Zusatzartikel müssen wir dann nachträglich auch nochmal raushauen. So, wen haben wir da? Ganz ehrlich, gibt es hier überhaupt Wanderer im Online-Modus? Ja, doch, schon. Ja? Ja. Okay, jetzt müssen wir echt suchen gehen. Ich weiß halt nur nicht, du meinst Wanderer und ich weiß auch, dass ich schon Wanderer gesehen habe, aber ich weiß nicht, wie viele ich da gesehen habe bis jetzt. Ja, deswegen, die sind schon selten. Die laufen natürlich auf diesen Wanderfäden lang, aber... Ganz ehrlich. Wanderfäden oder Faden? Ich wollte gerade sagen, Wanderfäden.
So, wir gehen jetzt einfach mal diesen Pfad hier lang. Das Gute ist, Deko scheint es noch nicht geschafft zu haben. Nee, ich bin. Einmal wurde ich aus dem Jet raus, also mit dem Jet von der Rakete abgeschossen. Ja. Das machen übrigens, glaube ich, die anderen Jets, die da rumfliegen. Da sind ja auch dann andere Jets in der Luft. Und, oder Heli, vielleicht auch Heli, weiß ich nicht genau. Und jetzt eben gerade bin ich rübergekommen, aber bin am Zaun so abgeprallt, dass ich mich so komisch überschlagen habe, dass ich bei der Landung auf der Motorhaube explodiert bin. Okay. Ja, ich spiele jetzt auf jeden Fall erstmal Psychokiller. Kennst du irgendeinen Horrorfilm, wo einfach richtige Action am Berg ist? Hills Have Eyes. Ach, stimmt. Ja, Mann! Wo seid ihr, Touris? Das Obvieste, was mir eingefallen ist. Es gibt hier aber einfach keine Wanderer! Es ist schon Mittag. Ich wollte fucking in der Morgensonne, wollte ich jemanden wegknallen. Da hinten steht ist das meine überhaupt ein Pfad? Meine Karre steht noch hier. Oh fuck, hier sind schon fucking Panzer. Alter. Alter. Ey, das ist doch hier nicht mehr. Nicht mehr feierlich. Wo sind denn die ganzen Touris? Der Berg müsste doch zu sein. Ey, ich wurde von einem Soldaten in der Fahrt aus dem Auto geschossen, ne? Das ist ein Skiller. Das hätte mal besser sein können. Nie im Leben hättest du das hinbekommen. Hm. Du kannst schon froh sein, wenn du mit einem Reifen triffst. Ist echt gerade ein Problem. Ich finde keinen Wanderer. Los, Hills Have Eyes Style. Ich glaube, die haben einfach alle zu viel Schiss. Aber ich find's geil, dass du es immer noch nicht gepackt hast. Du Muschi! Es geht mir so auf den Sack, ne? Vor allem, weil ich du musst aber ein Flugzeug aus dem Hangar nehmen, da kommen sie ja nicht dran. Ich in der Karre rausgeschossen werde. Achso, okay. Ey, ganz ehrlich, ich hol mir gleich... Oh, hier ist ein Fallschirm! Nehme ich noch mal an. Ey, ganz ehrlich! Nippa possible! Was, wenn sie keinen? Ich schaue schon die ganze Zeit mit dem Scharfschützengewehr so, hey, wo sind die ganzen Leute? Aber, wie zoomt man denn eigentlich mit dem Scharfschützengewehr? Weißt du das? Wie zoomt man? Zoom. Rechtsklick durchgucken. Zoom mit Mausrad. Und dann habe ich eins, womit ich nicht zoomen kann. Mein Boss heißt Computerausrüstung, ne? Hallo, ich habe ein Zoomrad, aber ich habe eine Waffe, jetzt komme ich nicht mal mit der scheiß lahmen Dreckskarre über die Wand drüber, oder was? Egal, wie bitte? Ich komme gerade mit meiner lahmen Dreckskarre nicht mehr über den Zaun drüber. Lau. Ich springe hier nochmal irgendwo runter. Ganz ehrlich, gibt es wirklich in GTA Online Wanderer? Ich glaube, ich habe auch schon mal welche gesehen. Ich habe umgebracht und ich war der Meinung, dass ich da gerade aus irgendeinem Rennen mit euch kam. Ganz ehrlich, dann jette ich jetzt nach unten, hol mir ein Quad oder so. Ey, ich komme mit dieser scheiß lahmen Dreckskarre nicht über den Zaun rüber. So. Geronimo! So, jetzt bin ich ein bisschen schneller. Ich glaube, so haben wir ein bisschen mehr Style. Jetzt schauen wir schon aus der Luft, wo die ganzen Wanderer sind. Jetzt bin ich schon fast am Fuß wieder. Nee, hier auch nicht. Ist wahrscheinlich dieselbe Karre, aus der ich gerade ausgestiegen bin. Nee, fühlt sich ein bisschen beschleunigungsmäßiger an. Los, bitte geben Sie mehr Gas! Deko, ich glaube, Wanderer wird schwierig. Ich weiß nicht, ich habe mir Challenge nicht ausgedacht. Ey, ich komme mit der Karre da auch nicht rüber, ne? Das Gefühl, hier fahren nachts an, tagsüber andere Autos um als nachts und. Ich muss mir jetzt eine Karre holen und. Ich brauche jetzt echt einen scheiß Wanderer! Die gibt es wahrscheinlich nur an bestimmten Punkten und da bin ich wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen weg. Ich bin nämlich jetzt wieder auf der Straße. Ich bin den ganzen Berg runtergecruised. Nerven Sie nicht! Berg hat mich abgemacht irgendwo auf dem Gipfel. Ja, wenn da keine sind, soll ich da warten? War doch deine Regel. Please, wir sollen auf der Spitze landen. Das habe ich gemacht.
Bist du eigentlich wirklich gelandet oder bist du bei der Landung gestorben? Ich bin bei der Landung gestorben. Eigentlich bist du ja nicht mal gelandet, oder? Ja, was bin ich denn sonst? Teleportiert oder was? Weiß ich, ob man das so durchgehen lassen kann? Du mieser Ficker. Natürlich kann man das so durchgehen lassen. So, ich bin wieder in der Militärbase. Also ich bin jetzt schon seit, wie lange, 20 Minuten dabei und wir versuchen hier einen Jet zu klären. So, ich bin jetzt wieder mit dem Auto diesmal auf dem Weg. Damit sollte ich auf jeden Fall mehr Erfolgschancen haben. Und ganz ehrlich, Muchachos, ihr könnt ja mal in die Kommentare vielleicht etwas bessere Challenges reinschreiben. Die Challenges von mir, ich dachte, die ist easy, cooly, bully. Aber die scheint echt mega knete zu sein. Ja! Ah! Komm her, Baby! Komm on! Bam! Hier ist kein Jet drinne. Bam! Papa hat es! 1-0 für Mabossa! Ich will ein Selfie mit meiner ersten Challenge machen. Ein Selfie mit der Leiche. So wollte ich es nicht ausdrücken. So. Das wird ein schickes Ding. Bumm. Kann ich dir das irgendwie zuschicken? Das nehmen wir. In Galerie speichern. So. Das wird mein erstes Gewinnerfoto sein. Oh, da ist die Polizei. Ist nichts Ungewöhnliches hier. Bitte fahren Sie weiter. Genau. Alles normal. So, Chachos, dann würde ich sagen, Papi Chulo führt mit 1-0. Schreibt in die Kommentare eure eigenen Challenge-Ideen. Warte mal, ich bleib mal hier bei meiner Trophäe. Ich bleib mal hier. So. Schreibt in die Kommentare ein paar Challenge-Ideen. Ich bin schon mal gespannt und ich habe richtig Bock, mit Deko die eine oder andere Challenge dann zu bringen. Wie gesagt, morgen kommt ja noch eine Challenge. Das Video versuche ich heute um 14 Uhr hochzuladen. Morgen kommt dann vielleicht schon eine Challenge mit deiner Idee. Also bis dahin, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt euer Feedback in die Kommentare. Bis dann, reingehauen. Bye, bye, Muchachos.